Mein Name ist Andreas Wunschel. Ich bin Referent für Mittelalter- und Neuzeitarchäologie bei der LWL Archäologie Westfalen und arbeite vor allem im Bereich der praktischen Bodendenkmalpflege. Industriearchäologie und Industriekultur. Mit diesen Begriffen verbindet man in Nordrhein-Westfalen insbesondere die prägenden Elemente der Kohle- und Stahlindustrie im Ruhrgebiet. Damit vergleichbar ist aber ebenso die Bedeutung von Glas in der Region um Bad Driburg in Ostwestfalen. Die Glasmacher-Tradition reicht hier mehrere Jahrhunderte zurück und hat ihre Ursprünge in Waldglashütten. Hier rechts sieht man Bad Driburg im Zentrum einer intensiv genutzten Glashüttenlandschaft. Die Befunde zur Glaserstellung und Verarbeitung wurden hier beginnend ab der Karolingerzeit bis in das 18. Jahrhundert kartiert. Die Glasmacher-Tradition ist gleichsam eng verbunden mit umfassenden Untersuchungen durch das Fachreferat für Mittelalter- und Neuzeitarchäologie, die unter anderem in die Publikation von Rudolf Bergmann zur Glasproduktion im östlichen Westfalen mündeten. Grabungen an den Fundstellen Dübelsnacken, Füllenberg und Langebruch erbrachten in den Jahren 2003 bis 2018 neben eindrücklichen Befunden auch Funde, die das Bild einer hochmittelalterlichen Glashüttenlandschaft nachzeichnen konnten. Für diese Glashütten bot der Wald über Jahrhunderte hinweg einen Hauptrohstoff zur Glasproduktion, das Holz. War der Baumbestand in der näheren Umgebung der Glashütte erschöpft, zogen die Glasmacher weiter. Einen großen Umbruch im Glashüttenwesen leitete die fortschreitende Industrialisierung im 19. Jahrhundert ein. Der Ausbau des Eisenbahnnetzes sicherte die Rohstoffversorgung und förderte die Bindung der Glashütten nahe an eine Lage nahe der Hauptverkehrslinien, so auch in Bad Driburg mit der 1864 eröffneten Bahnstrecke. Die Bahnanbindung machte demnach ortskonstante Glasfabriken in den Ortschaften möglich. In Bad Driburg entstanden so drei Glashütten im Ort, zum einen die Friedrichshütte als erstes Hüttenwerk im Ort, welches allerdings nach wechselvoller Geschichte der Weltwirtschaftskrise zum Opfer fiel. Als jüngste Hütte entstand die sogenannte Judenhütte. Diese Bezeichnung erhielt sie, weil einer ihrer Mitbegründer jüdischen Glaubens war. An der Stelle der Hütte ist in den 1980er Jahren ein Wohnviertel entstanden. Ab 1933 stand diese sogenannte Judenhütte in Verbindung mit einer dritten Hütte, auf der unser primäres Augenmerk liegen soll, nämlich der zunächst nach ihrem Gründer benannten sogenannten Glashütte Becker. Diese Glashütte befand sich an der heutigen Brakeler Straße, Hufener Landstraße. Sie existierte bis in die 1970er Jahre und war überregional unter dem späteren Namen Vereinigte Driburger Glashüttenwerke für ihre mundgeblasenen Glaserzeugnisse bekannt. Das Luftbild rechts zeigt die Glasfabrik 1971 in der Endphase ihrer Produktion. Dieser Industriekomplex hat allerdings deutlich mehr Geschichte zu erbieten, als man vordergründig annehmen möchte. Eine erste Glasfabrik wurde an dieser Stelle bereits 1865 und somit kurz nach der Friedrichshütte gegründet. Nach Krisen in den 1920er und 1940er Jahren erlebte die Fabrik ihre Blütezeit in den 1960er Jahren. 1974 kam es schließlich zur Schließung der Hütte und kurz darauf zu ersten Abrissarbeiten. Jüngste Bemühungen zielen nun darauf hin, das über viele Jahre brachliegende Areal neu zu bebauen. Um die aktuellen Bebauungsplanungen mit der Ausdehnung der ehemaligen Fabrik zu überlagern, wurden historische Fabrikpläne hier links aus dem Bauarchiv der Stadt Bad Driburg auf die heutige Flugkarte projiziert. Dieses Vorgehen führte zur Identifikation von drei Hauptuntersuchungsbereichen, die auf der Karte rechts nachgewiesen sind. Hier sollten zum einen im Zuge der Neubebauung Bodeneingriffe erfolgen. Auf der anderen Seite zeigen die Pläne aus dem Bauarchiv, dass sich dort einst wesentliche Fabrikelemente befanden. Im Zuge von bauvorgreifenden Untersuchungen konnten insbesondere in dem westlichsten Untersuchungsareal auf 680 Quadratmetern bemerkenswerte Befunde von über 100 Jahren Fabrikgeschichte aufgedeckt werden. Diese Drohnenfotos zeigen das beschriebene Grabungsareal. An dieser Stelle ist eine spätere Überbauung mit einem Parkplatz vorgesehen. Aufgrund der dadurch nur geringen Eingriffstiefen können die freigelegten Befunde wieder überdeckt und erhalten bleiben. Sehen wir uns die Befunde nun etwas detaillierter an. Wir beginnen mit der jüngsten Betriebsphase,
die auf dem Übersichtsplan mit einer grauen Farbsignatur gekennzeichnet ist. Aus dieser Betriebsphase stammen zahlreiche Betonpunktfundamente mit Profilstahleinbauten, die hier unten rechts gelblich hervorgehoben sind. Diese Punktfundamente sind in regelmäßigen Abständen eingebracht worden und stellen die Grundkonstruktion der letzten Fabrikhalle dar, die hier auf dem Luftbild von 1971 zu sehen ist. Ebenfalls zu dieser jüngsten Betriebsphase gehörig ist der untere Teil eines 4x4,50 Meter großen Ofens. Diese Baustrukturen sind Zeugen einer Zeit, in der neben der Mundblasproduktion auch Versuche zur maschinellen Glasherstellung unternommen wurden. Genauso repräsentieren sie aber auch die Epoche der Insolvenz und Werkschließung. Zu dieser jüngsten ermittelten Betriebsphase gehörte zudem eine flächige Bodenplatte aus Beton. Sie wurde im Zuge der Grabung entfernt und gab den Blick auf ältere Strukturen der Glasfabrik frei. Es handelt sich hier um eine Betriebsphase, die ihren Ursprung in den 1940er Jahren hat. Die zugehörigen Befunde sind im Übersichtsplan grünlich dargestellt. Hierzu zählt ein Fußboden aus Schamottstein, diverse Schächte, aber auch überwiegend unterirdisch verlaufende, feuerfest gemauerte Kanäle. Diese Konstruktionen sind Teil einer sogenannten Regenerativ-Gasfeuerung für Glasöfen. Dabei werden Luft- und Generatorengas erhitzt, um den Schmelzofen zu befeuern. Zur Vorerhitzung von Luft und Gas wiederum nutzt man die Abwärme von Verbrennungsluft und Abgasen, die im Schmelzofen entstanden. Ein Charakteristikum dieses Systems ist die hier gekennzeichnete, rund gemauerte Gaswechselgrube mit kreuzförmig abgeteilten Vierteln. Über die ehemals aussetzende Wechseltrommel wurde die Richtung der Gaszufuhr bzw. die Abgasleitung gesteuert. Die Betriebsweise macht dieses Schema verständlicher. Hinter dem Gaswechsler führte ein Kanal, das in einem Generator erzeugte Gas in den Ofen, wo es zusammen mit Luft die Glasschmelze antrieb. Ein weiteres Kammer- und Kanalsystem war dazu da, die heißen Abgase in Richtung Schornstein entweichen zu lassen. Die Abgase erhitzten dabei gleichzeitig auch die Gemäuer. Etwa jede halbe Stunde steuerte man mittels der Wechseltrommel um, und die Kanäle und Kammern vertauschten ihre Rollen, wie hier auf dem Schema auf der rechten Seite dargestellt. Das Gas wurde nun durch die vorher von den Abgasen wärmegesättigten Kammern geschickt und vorerhitzt, um im Glasofen die benötigten Schmelztemperaturen erzielen zu können. Die hier rechts auf dem Drohnenfoto dargestellten Verlaufslinien sollen diese Wege aufgrund der vorliegenden Befunde verdeutlichen. In ähnlicher Weise funktionierte auch die parallel betriebene Luftwechselkonstruktion mit den zugehörigen Kammern und Kanälen. Trotz dieser vielfachen und tiefgreifenden Umbaumaßnahmen der 1940er Jahre sind zahlreiche ältere Relikte erhalten, die vermutlich bis in das 19. Jahrhundert zurückreichen. Sie werden mit einer Betriebsphase in Verbindung gebracht, die auf dem Übersichtsplan mit einer rötlichen Farbsignatur wiedergegeben ist. Dieser Phase konnten diverse Fundamente wie auch ein Backsteinfußboden zugeordnet werden. Ebenso zugehörig ist die hier links und auf dem Übersichtsplan mit einem Pfeil markierte Türaussparung, die später ausgemauert wurde. Wie man dem Überblicksplan entnehmen kann, konzentrierten sich die Relikte dieser Betriebsphase auf das südliche Grabungsareal. Aber auch im nordöstlichen Grabungsbereich haben sich entsprechende Zeugnisse erhalten. Besonders ins Auge fällt der hier mit Ziffer 1 markierte und qualitätvoll gearbeitete Drainagekanal. Erst im Zusammenhang mit einem anschließenden Fundament zu sehen, welches einem ehemaligen Fabrikgebäude zuzuschreiben ist. Mit Ziffer 2 markiert ist der rote Backsteinfußboden, der hier, wie auch schon im südlichen Grabungsareal, auftritt. Er ist offenbar typisch für diese bislang älteste nachgewiesene Betriebsphase. Über lange Zeit hinweg verfügt die Glashütte offenbar auch über einen sogenannten Boetiusofen für die Glasherstellung. Ergraben wurden bislang keine Spuren dieses Ofentyps, allerdings betrafen die archäologischen Untersuchungen auch nicht alle Bereiche der ehemaligen Glashütte. Es ist daher durchaus möglich, dass entsprechende Relikte vorhanden sind, wie sie bereits im niedersächsischen Kleinzwintel archäologisch dokumentiert werden konnten und über die hier an unterster Stelle angegebene Literatur publiziert sind.